spricht der Genosse Philipp. Seit gut 62 Jahren ist der Spiegel ein national und international hoch angesehenes Hamburger Nachrichtenblatt. Nun hat sich ein Redakteur dieses Periodikums eine unglaubliche Entgleisung erlaubt. Er hat in der neuesten Ausgabe dieses Blattes eine Tageszeitung, ein anderes Presseorgan diffamiert. Und zwar auf plumpe, oberflächliche und bösartige Weise. Nur weil das Herausgeber-Ehepaar Friedrich seit 5 Jahren, seit sie das Blatt von der Dumont-Gruppe übernommen hatten, das Blatt vorsichtig subtil und mit Fingerspitzengefühl ein klein wenig an blockfreie Positionen herangeführt haben. Aber das ist der größte anzunehmende Verstoß gegen international gültige Presseregeln, dass man ein anderes Blatt nicht herabsetzt, sondern wenn überhaupt nur in einer Presseschau andere Pressestimmen präsentiert, damit die Leser selbst darüber urteilen können. Ich protestiere aufs Schärfste gegen diese Frechheit, die sich ein Blatt erlaubt hat, das schon seit geraumer Zeit seinen Niedergang eingeleitet hat, seit der Verpflichtung etwa des Chefredakteurs Nikolaus Blome, der von der Springer-Presse kam. Mit Springer hatte man bis dahin niemals kooperiert, jedenfalls nicht über die Kooperation der Druckerei hinaus. Und zweitens ein Lügenbeutel namens Klaas Relotius verpflichtet hatte. So nicht, meine Damen und Herren vom Spiegel. Bravo.